Wir bewegen uns seitwärts in den Sidesteps. Spielen beidhändig die Bälle. Ball wird mit beiden Händen gefangen, mit beiden Händen weitergegeben. Okay, wir spielen den Ball immer durch die Beine zum Partner. Durch die Beine zum Partner spielen. Einmal von vorne, einmal von hinten. Und bewegen uns locker durch die Hälfte. Okay, wir vergrößern mal den Abstand. Vergrößern den Abstand und spielen Pässe über mindestens 10 Meter. Ja, harte Pässe. Ohne Verletzte, ohne Kopftreffer, ohne Ohrensausen, ohne Erkältung. Harte Pässe über 10 Meter. Jetzt versucht mal, Ballannahme, zack, weitergeben. Ballannahme, weitergeben ist eine Bewegung und geht super schnell. Und da kommt schon der nächste Pass. Ja, mit zwei Bällen, ganz kurz, möglichst schnell. Auf geht's. Ohne Verletzte, Männer. Ja, und ohne Ballverluste. Schnell, schnell, schnell. Komm. Genau das soll nicht passieren. Okay, wir sind in der Dreiergruppe und fangen an in einer Linienaufstellung. Das heißt, wir haben einen Spieler in der Mitte und zwei Spieler jeweils auf der äußeren Position. Ein Spieler hier, jeweils da und dort auch einer. Verteilen uns über die Länge der Fläche hier. Das geht schon. So, in dieser Organisationsform, erster Spieler, mittlerer Spieler, wo ist hier derjenige? Wir können einen Ball zur Seite legen. Ein Ball geht zur Seite. Diese Aufstellung ist bekannt. In dieser Aufstellung machen wir jetzt unterschiedliche Grundtechniken. Wenn wir unterschiedliche Grundtechniken entwickeln, die wir in der Verteidigung brauchen. Erste Aufgabe, immer der zentrale Spieler ist der Verteidiger. Es wird ein Doppelpass gespielt und dann geht's los, auf den Spieler zugehen, Schlagwurfauslage. Blockarbeit direkt dagegen. Blockarbeit bedeutet, auf der Wurfarmseite stehen, ungefähr eine Armlänge versetzt. Ja, das ist wichtig. Dann abspielen, rübergehen, du gehst raus, nächster Spieler kommt von dort. Ja, die Organisationsform ist bekannt. Machen wir mal, auf geht's. Spielt einen Doppelpass. So, stopp mal. Stopp! Blockabwehr. Das ist keine Blockabwehr. Und Beinarbeit für die Blockabwehr. Alle anderen machen Pause, nur die drei arbeiten. Pass geben, Wurfauslage, stopp. Wurfauslage und du stehst 100% auf seiner Seite. Und wenn er den Arm verändert, dann will ich das Quietschen hören. Dann musst du deine Position korrigieren. Ja, auf geht's. So, und beide Hände gehen gegen den Ball. Das ist die Kontrolle dafür. Beide Hände gehen 100% gegen den Ball. Auf geht's. Nächster. Komm, mach dir mal. Vorwärts gehen. Zack, jawohl. Rübergeben. Auslage. Und korrekt stehen. Gut so. Okay, zeigen wir da hinten mal bitte. Hinterste Gruppe. Gut, durchgeben. Rüber. Und Block. Und nächster. Zack, jawohl. Rübergeben. So ist es gut. Okay, nächste Aufgabe. Organisationsform ist klar. Bleibt genau so. Sprungwurfansatz. Sprungwurfansatz, Blockabwehr. Das heißt auch jetzt wieder, nicht Schulter, Hüfte, irgend so ein Quatsch, sondern beide Hände gehen 100% gegen den Ball. Auf geht's. Nach vorne springen, Offensivblock. Gut, Milan. Und nach vorne. Gut. So, jetzt sieht das schon besser aus. Nach vorne springen. Nummer 9. Nach vorne springen. Bei dieser ganz einfachen Aufstellung, ganz einfache Vorgabe, hochgehen, den Wurf zeigen und so ein bisschen variieren, haben wir nicht immer 100% den Ball getroffen. Haben wir nicht immer 100% den Ball getroffen. Das ist aber das Ziel. Ich möchte, dass wir das einmal noch intensivieren, dass der Abwehrspieler sich 100% konzentriert darauf, dass ich in den Mann hineingehe
und dass ich mit beiden Händen den Ball treffe. Wenn ich zu klein bin, dann springe ich so hoch, wie ich kann. Aber ich will sehen, dass du weißt, wo der Arm hingeht. Das ist Grundvoraussetzung. Beobachtung und die Handlung danach ausrichten. Auf geht's, nochmal bitte. Offensiv gehen. Nicht zurückgehen. Nicht zurückgehen, nach vorne. Gut, das war gut hier. Herr Nathai, Mensch, aber ist es ja gar nicht. Ansatz 1 gegen 1. Reicht mir, wenn ihr das kurz zeigt. Ja? Pass, Rückpass und jetzt leichte Seitwärtsbewegung. Ich möchte nur sehen, dass der Abwehrspieler sich in die Seitwärtsbewegung auch begibt. Ja? Ich will keinen Ring sehen, keinen Raufen, nur die ersten 1-2 Schritte wahrnehmen, mit den Händen, mit den Augen, in welche Richtung geht der Spieler und das ein bisschen verhindern. Mehr will ich nicht sehen. Kein Ringen, kein Reißen. Das kommt später. Auf geht's. Das reicht mir, genau. Aber bitte annehmen, weghalten. Gut so, jawohl. Genau, an die Schultern, jawohl. Und Seitwärtsarbeit, gut. Gut. Ihr beiden seid beteiligt, ihr schaut euch nicht an. So, bisschen dichter zusammen. Angreifer, Abwehrspieler. So stellen sich alle auf. Da, wo der Ball ist, die beiden schauen sich nicht an. Also, ja, so ist gut. So, Kommando vom Trainer, Signal, Hep. Ihr dreht euch, beide drehen sich. Und wir fangen an mit dem Schlagwurf. Sofort Angreifer in ein Schritt, anderthalb Schritte. Du darfst ein bisschen nach links, rechts gehen, ja? Und du versuchst sofort in die richtige Position zu kommen. Kommando, Hep, perfekte Position. Kurze Distanz, offene Situation. Genauso weiter, wieder aufstellen, 2 Meter Abstand, Hep! Okay, das können wir jetzt erweitern. Mit dem Sprungwurf, mit dem 1 gegen 1, all das, was wir gerade gesehen haben, selbe Geschichte. Um das Ganze noch offener zu machen, freie Auswahl des Angreifers. Hep! Hopp! 10.000 Dollar, Männer, ihr werdet alle pleite! Hopp! Freie Auswahl, komm! Hopp! Denk an den Block, denk an den Block. Ja, sauber auf der Wurfarmseite stehen, nicht festmachen. Hopp! Blockarbeit, Blockarbeit, konzentrier dich drauf. Schau dir die Situation an, hopp! Ah, was war das jetzt, 1 gegen 1 oder Schlagwurf? Das weiß man nicht so genau, ne? Das müsst ihr euch schon entscheiden, sonst wird es sehr schwer für den Abwehrspieler. Hopp! So, erster Angreifer. Bist du Linkshänder? Nee, okay. Erster Angreifer hier. Wurfauslage, Abwehrspieler. Geht gerade vorwärts, attackiert den Spieler. Jetzt Attacke, jetzt nicht auswählen aus dem, was wir gemacht haben. Und jetzt geht es um die Beinarbeit. Nach vorne gehen, attackieren und schräg nach hinten gehen. Ungefähr auf die Höhe, jetzt bin ich gerade gesprungen, ja, waren keine guten Sidesteps. Zum Partner, Pass. Raustreten, gerade raustreten, wieder Rechtshänder. Gerade raustreten, seitwärts rüber, gerade raustreten. Ja? Schräg zurück, gerade raus, Grundübung. Auf geht's. Zack. Geh mal ein bisschen dichter zusammen. Jetzt, das ist sehr gut. Und vorwärts. Jetzt wollen Sie mich ärgern da hinten. Sehr gut. Sehr gut. Die des Deutschen mächtig sind, haben es alle hingekriegt. Sehr gut. Okay, reicht, komm. Reicht. Okay, eine Sache. Nächste Geschichte. Übergabe, Übernahme. Neuer Abwehrspieler. Übergabe, Übernahme. Den Ball deinem Partner in die Bewegung spielen, dein Partner kreuzt für dich. Nimm ein bisschen mehr Abstand. Ja, Kreuzbewegung, den Kreuzenden angehen. Na komm, mach mal Torgefahr hier. Zack, Torgefahr. Abspiel und den nächsten attackieren. Begleiten, Abspiel, andersrum. Ja, ich habe geschlafen. Genau. Also, einmal von der linken Seite, einmal von der rechten Seite ankreuzen. Immer im Wechsel ankreuzen. Auf geht's. Schnelles Übergeben, Übernehmen. Gut. Und zack. Gut.
Ein letztes Mal. Etwas mehr Torgefahr vom Ballhalter. Gut, und jetzt ran. Das muss schnell gehen. Der erste Schritt nach dem Wechsel. Der soll schnell gehen. Zack. So, das ist gut. Das macht mir immer am meisten Spaß. Aber hier gibt es keine Kreise. Wir denken uns einen Raum. Wir denken uns einen Raum, einen Kreis in dieser Dreiergruppe mit ungefähr, sagen wir mal, 2,5, 3 Meter Durchmesser. Relativ kleiner Kreis. Ein Spieler in der Mitte, die beiden anderen Spieler außen. Sie kann zunächst aussehen wie eine Linie, aber wir denken uns ungefähr einen Bereich. Ja? Das sind 7 Meter. Ungefähr. So, das ist gut hier. So ist es genau richtig. So, Schweinchenspiel. Wir haben den Spieler in der Mitte, der muss an den Ball kommen. Wir haben zwei Spieler außen, die dürfen sich auf der Linie, nicht nach innen und nicht nach außen, aber auf der gedachten Linie hier seitlich bewegen und sollen Pässe spielen. Also zum Beispiel hier dran vorbei, jetzt drehst du dich, deine Aufgabe ist, an den Ball zu kommen. So, und ich versuche hier immer wieder die Pässe zu spielen und du drehen, versuchen an den Ball zu kommen. Das sind immer noch 7 Meter, komm dich da zusammen. Ja, also ganz eng zusammen, auf dem Kreis stehen und der Abwehrspieler versucht an den Ball zu kommen. Auf geht's! Aber optimal für Passfallen. Das ist die beste Übung für Passfallen. Jeder Innenverteidiger, auch wenn der noch so lange braucht in der Drehung, muss das können. Jetzt denken wir uns wieder diesen Kreis. Und jetzt dürfen die Äußeren, wechselt mal, ne? Der pumpt schon hier, wechselt die Aufgabe. Jetzt dürfen sich alle in dem Kreis bewegen. Die beiden Spieler sollen auch in den Kreis hineingehen. Ihr müsst nicht mehr auf dem Kreis draußen laufen, sondern ihr dürft jetzt auch reingehen. Und du hast die Aufgabe, irgendwie an den Ball zu kommen. Ja? Also mehr Bewegung, auch mal eine Sperre stellen. Guck mal drauf, spielt die Situation etwas offener gestalten. Okay, hopp. Enger zusammen hier, ihr habt ja... Das ist zu groß, das ist zu groß hier, das ist zu groß. Gut, Abwehr. Komm, komm, schneller. Ja, sehr gut. So, jetzt gehen wir folgendermaßen vor. Abwehrspieler. Haben wir ja gehört. Super Talent. Rückraumspieler. Hat schon 10 Tore gemacht. Du spielst Manndeckung. Genau. So, deine Aufgabe. Sperre stellen und ihn in Ballbesitz bringen. Deine Aufgabe, den Ball bekommen. Deine Aufgabe, das nicht zulassen. Ganz, das ist pipi einfach. Nee, nicht egal wie. So, dass das Spiel auch weitergehen könnte. Okay. Für uns. Ich kann ja? Aber nicht ausweichen. So. Nein, doch, du darfst alles. Ja. Du hast diesen Kreis, diesen imaginären Kreis. Du sollst der Sperre ausweichen und du sollst irgendwie es schaffen. Du darfst auch mal so machen, ja, kleines bisschen darfst du. Dass du auf diesem kleinen Raum dort ausweichst. Deine Aufgabe ist es, ihn irgendwie zu erwischen. Und du musst sehen, dass das alles zusammenpasst. Wenn der Ball gespielt ist, wenn er den Ball hat, kurze Unterbrechung, dann geht der Ball wieder zurück zu ihm. Das ist eure Pause. Und dann geht die Aufgabe genau so weiter. Also die Rollenverteilung bleibt dieselbe. Immer dieselbe. Du bist immer Rückraumspieler, du bist immer Abwehrspieler, du bist immer Kreisspieler. Okay? Schau mal zu. Auf geht's. So. Kurze Pause. Wollen wir mal sehen, Georgi, ob wir das jetzt hinkriegen. Komm, auf geht's. Ausweichen. Jetzt. Das war schon nicht schlecht. Okay, los. Mach nicht so einen großen Anlauf, bitte. Auf kleinerem Raum starten. Kleinerer Raum. Und los. Komm, geh dazwischen. Jawohl. Ja. Aber neue Idee. Ja. Offene Situation. Versuchen wir alle mal. Eine Aufgabenverteilung und dann los geht's. Kleinerer Raum. Komm, zeig mal, was euch einfällt. Ja, Torhüter. Ja. So, finde ich gut. Ein Ball, wir haben nur einen Ball. Erste Aufgabe, ganz einfach. Bilden ein Viereck und spielen uns den Ball zu. Genau, Abwehrspieler machen das schon automatisch richtig. Ja? Versuchen dazwischen zu kommen. Auf geht's. So, komm, holt euch die Bälle. Gebt Gas. Vorhersehen, Bälle holen. Was ist da los? Habt ihr nur A-Jugendliche da in der Deckung? Das ist unfair. Herr John ist nicht mehr A-Jugend, das weiß ich. Der spielt schon richtig. Komm.
Okay. Ja. Und die Abwehrspieler geben nochmal einen kurzen Moment. Das sind maximal 10, 15 Sekunden. Vollgas. Ihr müsst überall gleichzeitig sein. Ja? Im Raum orientieren und vorhersehen, was der Ballhalter tut. Hopp. Erster Pass ist immer frei. Der erste Pass ist immer frei. Komm, und los. Komm, komm, Gas, 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 Gas. Männer, schneller. Okay, wir wechseln mal. Nehmen wir mal hier zwei Experten in die Mitte. Komm. Der Nikolov ist Abwehrspieler, das weiß ich. Genau, zwei schnelle. Nochmal versuchen, an die Bälle zu kommen. Erster Pass ist immer frei. 2 Meter Seitenlänge, also sehr eng zusammen. Okay, und wieder. Hopp! So, kommt an den Ball, kommt an den Ball! Ah, sehr gut. Okay, gut. Wir erweitern nochmal. Dieselbe Aufgabe, die wir jetzt gerade hatten. Jetzt passiert das Ganze im Sprung. Annahme, Abgabe in der Luft. Das heißt, ich bekomme den Ball und muss in der Luft entscheiden, wo er hinkommt. Ja, also hochspringen und für euch dasselbe wieder versuchen, an den Ball zu kommen. Okay, 2 Meter, Jungs, das sind 5 Meter hier. Sehr gut. Ball rein nochmal. Komm. Sehr gute Abwehr. Dichter zusammen. Okay, reicht uns. Ich glaube, das ist klar geworden. Wir haben das gesehen. Solange wir auf dem Boden sind, haben wir die volle Kontrolle. Das heißt, ein weiter schwacher Moment des Ballhalters ist der Moment, wo der Spieler abspringt, das Tor bedroht. So, Abstand möglichst klein, also wirklich sehr dicht zusammenstehen. Der Ball bzw. die Würfe kommen von der linken Seite zur rechten Seite, ja, immer nacheinander. Wurfziel ist zunächst abwechselnd linke Seite, rechte Seite hoch. Das heißt, du wirfst linke Seite hoch, du wirfst rechte Seite hoch. Sehr gut. Okay, auf geht's. Gut, wir fangen auf der rechten Seite an. Halbe Höhe, selbe Geschichte. Gut, Bälle sammeln. Und auf geht's. Eng zusammenstehen, aber gut. Und letzter Durchgang wieder von links. Sehr gut. Einmal als Vorbereitung, first shot on the head, around the head, and the second shot around the legs. Okay. First two, yeah. Okay. Always abwechselnd. Ja, auf geht's. Zwei schnelle Schüsse, 2 fast shots. Links oben, rechts oben. Ja, jetzt wieder 2 rein, bitte. Und dann Pause. Zack, zack, Pause. Bälle raus und los. Wenn wir das Tor treffen, 9 Meter steht der erste Mann. Komm. Genau. Gut. Zack, zack. Zack, zack. Okay, auf geht's. Ja, ja, flach, genau. Wir schießen flach. Zack. Und Ball raus und nächster. Start from the center. Okay. And again. Zack und zack. Gut. Zack und rüber. Jawohl. Gut. Und komm. Ja, Pass, Rückpass mit dem Torwart. Wurf. Lange Ecke. Lange Ecke frei. Ja, lange Ecke frei. Das kannst du dir aussuchen. Schlagwurf, Sprungwurf ist egal. Aber lange Ecke. Du immer startend aus der Grundposition, wie du ihn bei Ballbesitz dort hast. Dann sofort diagonal nachlaufen. Kein Block, nichts machen, nicht abschießen lassen, aber diagonal nachlaufen. Und dann stellst du dich auf deiner Seite wieder an. Okay. Dann andere Seite.
Das können wir schneller machen. Wir können schneller wechseln. Zack, zack, zack. Nächster, komm. Einmal durch und dann ist gut, ja? Okay. Selbe Aufgabe. Wieder Pass, Pass. Ja, try to make it a little bit faster. Ja. Left Pass, right Pass. Etwas schneller. Kurze Ecke. Immer diagonal nachlaufen. Immer diagonal nachlaufen. Und komm, komm, kurze Ecke. Und etwas schneller, schneller. Und vorsichtig, dass ihr niemanden abschießt. Ja, nachlaufen. Nicht vergessen. So, Aufgabe ist folgende. Wir machen jetzt Grundverhalten auf der Halbposition. Eine Grundübung, um etwas an der Beinarbeit zu arbeiten. Erste Aufgabe, spielen den Ball ab zum Torhüter, gehen hinterher, gehen hier 1 gegen 1. Du gehst vor, bedrängst, Pass, zurück. Nee. Nächster Ball zum nächsten Angreifer. Du bist raus. Stellt sich da wieder an. Der Nächste hat keinen Ball. Kriegt den nächsten Ball, kommt vorwärts. Wo bist du? Und begleitest den. Abspiel. Dritter Ball. Georgi, ohne Ball. Kriegst den Ball von außen. Jetzt bin ich Georgi und jetzt schieße ich gegen den Defensivblock. Zweimal offensiv, einmal Defensivblock. Wer wirft, wird neuer Abwehrspieler. Auf geht's. Zack. Nach außen. Vorwärts geht, vorwärts geht. Block. Und rüber. Jawohl, und rüber. Komm, nächster. Fang schon an, fang schon an. Abspiel. Zack, gut. Anlaufen, anlaufen. Mach Druck auf den Abwehrspieler. Komm, fang an da. Gut, Abspiel. Gut. Und Defensivblock. Defensiv. Das heißt maximal 7 Meter. Gut. Gut, zurück. Defensivblock. Und rüber. Komm, rüber, rüber. 1 gegen 1. Komm, jawohl. Und nächster. Rausgehen und Block. Einmal noch, kurze Korrektur. Blockarbeit. In ganz, ganz vielen Fällen hat es jetzt der Angreifer geschafft, in die lange Ecke zu werfen. Unser Ziel ist es, das zu verhindern. Und da will ich sehen, dass jeder bis zur allerletzten Sekunde an seiner Position feilt. Bis zu dem Moment, wo ich abspringe. Oder auch nicht, wenn ich groß genug bin. Ja, dann muss ich nicht abspringen, das ist immer ein Vorteil. Aber wenn ich abspringe, bis dahin korrigiere ich meine Position. Zack, zur Mitte, zurück. Und ran. Schneller hintereinander, Leute. Ihr lasst ihm zu viel Zeit. Der lacht sich tot. Gut. Rüber. Komm, fang an, fang an, fang an. Gut. Und schneller, schneller. Das ist zu viel Zeit. Und jetzt. Gut. Nächster. So ist gut. Und schneller. Komm. Roter Block. So. Aufgabe jetzt. Raustreten. Gegen den Ballhalter, ja, etwas, was zwar nicht in unserem System unbedingt drin ist, es geht jetzt um die Beinarbeit und um die zweite Bewegung. Du zeigst dich vorne, musst ihn nicht angreifen, du zeigst dich nur. Dann geht der Ball rüber auf Rückraummitte, da stehe ich gleich, und Rückraummitte versucht hier den Kreis anzuspielen. Der Kreisspieler bewegt sich nicht. Was du aber machen darfst, ist so ein bisschen den Hintern raushalten, ja, kleine aktive Sperre. Du musst da schon ran, ja? Sonst wird's eng. Okay, komm, zack. Und das sollst du schaffen. Gut, super. So, und das sollst du schaffen. Nächster. Darfst du ruhig aufs Tor werfen. Gut, jawohl. Gut, super. Nicht springen. Entschuldigung. Okay, und komm. Sehr gut. Jetzt wird's eng. Wechsel mal die Abwehrspieler. Und versuchen jetzt nochmal. Versuchen nochmal. Jetzt ohne zu tanzen, wenn es irgendwie geht, ohne diese Bewegung zu agieren. Sondern wenn es irgendwie geht, so und so daran zu kommen. Super. Komm. Gut, nee. Georgi. Und komm. Zack. Und jetzt schwierig. Gute erste Bewegung. Druck auf den Passgeber.
Ah, das war unfair. Das war sehr unfair. War gute Beinarbeit. Gut, super. Ah, Blockarbeit. Zusammenstehen. Beobachte die Situation und vor. Hier noch einen Schritt raus. Mila, geh noch einen Schritt raus. Das ist das, was wir nicht wollen. Nein, selbe Geschichte, Männer. Zeigen, fallen lassen. Sehr gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ja? Gezeigt, hat den Kreislaufer hinter sich und dann musst du einfach schneller zurück. Du musst diesen Pass kriegen. Okay, ist. So. Aber jetzt haben wir Zeigen fallen lassen gesehen. Ja, super. Schritt nach vorne. Komm, noch ein. Gut. Drei Blockabwehrstand wenigstens. Komm, einen haben wir noch. Ah, okay. 1 gegen 1 gegen die Hand. Gut, sehr gut. Aufgabe ist jetzt folgende. Passweg, Rückraum rechts, Rückraum Mitte. Rückraum Mitte kreuzt für Rückraum links. In der Situation steht der Kreisläufer zentral. Du darfst also angreifen bis Mitte Tor. Ja? Und du gehst auch in diesen Bereich. Sagen wir mal von hier bis hier. Wir jetzt hier nichts hinstellen, ja, passt schon, ihr haltet das schon ein. Und du spielst in diesem Bereich 2 gegen 1. Der Kreisläufer muss stehen. Die Position, die du am Anfang einnimmst, die behältst du auch. Das ist also nicht mehr noch 3 Meter nach links oder rechts. Das heißt, du weißt, wo er steht. Jetzt mal ganz einfach. Du musst nur noch dafür sorgen, dass du auf dieser Linie stehst. Ja? Also immer sehen, dass du irgendwo dazwischen stehst. Und wenn du erkennst, okay, jetzt kommt eine Passvariante, dann zeigen, fallen lassen. Wenn das nicht klar ist, wenn ihr das nicht klar seht, dann spielt bitte den Ball parallel aus dem Kreuz. Und du spielst 2 gegen 1. Und zwar zunächst nur dann, wenn er den Ball hat. Das heißt, du darfst nicht in den Pass von dem Halben hier gehen. So, das war schon nicht schlecht. Okay, andersrum. Andersrum. Nimm mal einen zweiten Mittelmann hier. Wir brauchen einen zweiten Mittelmann. Jungs, nimm mal einen mit in die Mitte. Das war natürlich, wenn er bei 12 Meter steht, brauchst du da nicht hin, ne? Da geht volle Pulle auf den Passweg. Dann soll der erstmal vorwärts gehen. Ja? Soll der erstmal vorwärts gehen. Spiel die Situation, so wie sie ist. Okay, komm. Abwehrspieler 100%. Komm, gib mal Gummi jetzt. Gut, nächster. Komm, fintieren, fintieren, fintieren. Das ist gut, na, Milan. Fintieren, fintieren, fintieren. Einzige Alternative, die du auch noch hast, wenn du sicher bist, du kannst es unterbrechen, dann unterbrichst du. Ja? Die ersten Bewegungen waren gut. Komm, nächster. Auf geht's. Gut. Gut. Jawohl, und rüber. Sehr gut. Das reicht. Da kommt noch ein nächster, ne? Da kommt da noch einer. Der hilft aus. Und der nächste. Komm, mehr tun in der Mitte, mehr tun in der Mitte. Da müssen mehr Bewegungen kommen. Mehr Bewegungen. Immer kleine Schritte, Junge. Das sieht jetzt mehr aus wie ein Bär. Komm, nächster. Vorwärts, rückwärts. Aha, nächster. Außenspieler dürfen jetzt auch raus. Ja, ihr dürft den 9 Meter auch verlassen. Ihr dürft den Expresspass abfangen. Auf geht's. Tore machen, Tore machen. Sehr gut. Super. Ah, hast du schon gebremst. Hast du schon gebremst. Wir machen ein Grundspiel, wo es weiter darum geht, Wahrnehmungsaufgaben zu lösen. Wir stellen uns vor, unser 6 Meter ist die 7 Meter Linie. Das heißt, wir stehen alle immer auf 7 Meter. Alle immer auf 7 Meter. Der Einzige, der die normalen Regeln hat, ist der Kreisläufer.
Nicht anfassen, nicht anfassen. Ihr braucht auch gar nicht groß reden. Ihr fasst niemanden an, schon gar nicht den Kreisläufer. Nur bewegen in die Passwege rein. Auf geht's. 7 Meter, 7 Meter. Hört, nächster. Und da muss natürlich... Ja, die natürlich schon. Ja, die sollte angreifen. Die sollte natürlich angreifen. Okay, komm. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Nächster. Jetzt hat der Kreisläufer die Schwachstelle entdeckt. Komm, auf geht's. Immer Lücke schließen, gucken, wo steht einer. Geh du bitte gleich mal an den Kreis. Ja? Geh du gleich mal an den Kreis. Versuch mal diese Lücke hinter dem Halben zu entdecken. Ja? Vom Mittelmann, bei Ballbesitz Mittelmann, versuchst du. Sehr gut. Gutes Anspiel, das ist es. Ja? Über den Kopf, durch die Beine bist du verantwortlich. Geht er hier vorbei, hast du Nachbarn. Okay? Das ist Schweinchenspiel. Das ist genau das Schweinchenspiel. Gut. Und weiter. Jetzt noch mal eine Erweiterung. Jetzt versuchen wir mal, in dieser Konstellation auch das Stoppfoul mit dazu zu nehmen, beziehungsweise das Abschrecken. Ja, Stoppfoul abschrecken. Ihr habt ja genau aufgepasst gerade. Das heißt, Ballbesitz, Rückraum rechts. Kreisläufer ist dort. Ich bin der halbrechte Verteidiger. Immer richtig rein. Rein, 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 rein. So, meine Aufgabe ist jetzt hier zu stehen. Ja, diesen Spieler, komm mal mit Schwung rein. Zack. Zu erwischen. Oder, weich mal aus, nimm den Ball dorthin. Oder, wenn er ausweicht, im Passweg wegzugehen, sodass es keinen schnellen Parallelstoß geben kann. Gut. Denk an die 7-Meter-Linie. Gut. Nächster. Gute Abwehr. Fast gut. Jetzt noch ohne Fuß, dann. Ja, gut. Position, gut. So. Zeigen fallen lassen. Zeigen fallen lassen. Rausgehen und jetzt siehst du, dass er so macht. Was musst du jetzt machen? Du hast es schon geschafft. Nächster. Lass den Ball laufen. Seid torgefährlich. Wurfauslage. Das war ein Top-Beispiel. Das war ein Top-Beispiel dafür, nach, wie lange haben wir es jetzt gemacht? 3, 4, 5 Minuten, was passieren kann. Der Spieler hat nicht mehr die Möglichkeit des schnellen Passes. Was macht er? Hat noch 3 Ideen und bewegt sich ein bisschen zu viel. Ja, das war wahrscheinlich 2 bis 7 Schritte zu viel. Wir schaffen es, das Timing zu brechen. Wir schaffen es, einen technischen Fehler, in diesem Fall, zu provozieren. Okay, auf geht's. Beine, 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 Beine. Komm, Männer. Immer in Bewegung, immer in Bewegung. Super. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Jawohl. Du hast es gesehen, ja? Du siehst, dass der Pass kommen soll und gehst zurück. Super. Komm, weiter. Gut, gut. Vorwärts. Gut. Und? Ja. Sehr gut. Okay. So, was ist jetzt? Gut. Komm, Jungs. Bisschen Passqualität. Wir wollen ja noch mal eine schwierige Situation schaffen jetzt. Komm, nächster. Georgi, sehr gut. Nicht so weit. Raus, raus. Erster Zweikampf. Machst du hier vorne? Es ist keine Gefahr. Du hast alles im Griff, aber nur du. Der geht da rüber, jetzt stehst du immer noch hier und der geht raus. Ein Riesenraum hinter euch. Das heißt, nach der Aktion sofort dahin. Ja, das muss super schnell gehen, das ist die entscheidende Bewegung. Erinnere dich daran, das ist das, was wir vorhin gemacht haben. Und dann zurück. Das ist die allerwichtigste Sicherungsaufgabe für dich. Okay, komm, nochmal. Gut. Weg, jawohl! Gut, wir machen noch einen halben Schritt da, gut. Sehr gut. Ist dein Sektor, musst du raus. So, also, wir haben Kreisläufer, wir haben Rückraumspieler, wir haben das richtige Leben im Angriff. Bitte nur Druck, also Sperren absetzen, Kreuzbewegungen, Leerkreuzbewegungen, keine Übergänge. Ja, wir wollen einfach mal sehen, dass wir die Grundbewegung hinbekommen. Das reicht mir. Also keine Übergänge, sondern nur
kreuzen, leer kreuzen und Druck, auf geht's. Genau, sehr gut, nächster, passt. Denk ans Dreieck. Na, wenn er den Ball rumlegt, bist du mitverantwortlich. Mehr raus, mehr schicken, mehr raus. Na, noch mehr zeigen, anpieken und dann vorwärts gehen. Gut. Gut, rüber. Gut. Sehr gut. So. Ja, besser geht's nicht. Mehr schaffe ich nicht mehr heute.